Hallo, 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 hallo. Bin ich da, bin ich drauf. Hallo, hallo. Grüßt euch, herzlich willkommen. Seitdem ich mit OBS aufnehme, weiß ich immer nicht genau, wann wirklich die Aufnahme startet, weil das so ein bisschen, das dauert immer ein bisschen, bis das Video dann anfängt. Also, das ist ganz, ist komische Technik, Leute. Ich würde sagen, wir spielen heute einfach mal zufällig. Einfach mal per Zufall gucken, was so geht. Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das gemacht? Warum? Warum habe ich das gemacht? Ich weiß das nicht genau, aber jetzt habe ich jetzt selbst verpatzt. Ja, ich hätte eigentlich gerne mit Azazel gespielt. Wobei, ja, weiß ich nicht genau. Ich habe vorhin won all stats up. Maggie, du siehst so gut aus. Ein bisschen braun im Gesicht. Woher kommt das? Ist das eine Schokomaske? Ach, die Maggie macht sich eine Schokomaske. Ach ja, Maggie. Du hast es nötig. Das kann ich sagen. Ups. Ey, warte mal. So ein bisschen sieht Maggie aus wie ich bei meinen 24-Stunden-Livestream, ne? Blonde Haare, Schokomaske. Naja. Reden wir mal nicht weiter drüber. Ach ja. Ich hab jetzt ein Handy, wie ihr natürlich alle wisst. Und wisst ihr, was ich als bei WhatsApp als Profilbild habe? Da habe ich das Bild, wie ich vorm PC beim 24-Stunden-Stream eingeschlafen bin. Ist das nicht lustig? Das ist lustig, ne? Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum? Ja, einfach so. Weil es ein cooles Bild ist. Weil ich ziemlich swaggy da drauf bin. Ja, ich habe eine Bombe sogar. Aber wir gehen erstmal den Boss besiegen, weil, wisst ihr ja, eine zweite Ebene, blaues Herzchen, best was gibt und so. Falls wir nochmal Damage nehmen. Wahrscheinlich kommt The Horn und tötet uns. Aber dann sind wir Maggie. Und wenn jetzt The Horn kommt, schade. Dann hätten wir sagen können, du. Du wirst uns zwar vielleicht 1, 2, 15 mal treffen, aber wir sind Maggie. Wir können das ab. Wir können das ab. Yes! Ich bin gar nicht richtig am Mikro gewesen, glaube ich. Ich hoffe, ich war nicht zu leise. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich hoffe, die Soundeinstellungen, die passen jetzt so. Weil sonst habe ich natürlich auch wieder. Dann war es auch wieder ein Griff in den Klo. Ach ja, und ich esse dann Obst und frage mich so, warum das Leben immer so böse ist. Und ich frage mich dann, ob das wirklich zutrifft. Und dann denke ich mir wieder, nein, das Leben ist nett zu dir, also sei auch nett zum Leben. Wir kriegen eine Box voll Stuff und wissen nicht, was drin ist, aber wir nehmen sie. Ja, das ist eine Box. Die Box, die Box, die Box, ne? Ihr wisst alle, was man mit der Box macht, also die Männer zumindestens, ne? Der Boss in der Box, ne? Der Boss in der Box, den kennt ihr alle. Den kennt jeder, ne? Für alle, die jetzt noch zu jung sind, seid froh. Seid froh, seid froh, seid froh. Wohin laufe ich eigentlich? Ich nehme jetzt hier die beiden blauen Herzchen. Vielleicht noch ein bisschen Geld. Ich hätte gucken können, ob ich ein. Naja, das passt schon so. Zack. Wunderbar. Wir könnten auch noch in den Shop gucken. Das tun wir tatsächlich. Alter. Alter. Ich hätte die Bombe nehmen sollen. Wobei, Bomben finden wir schon. Bomben finden wir schon. Schlüssel sind wichtiger. Damit wir auch immer alles öffnen können. Vielleicht finden wir gleich eine goldene Kiste. Und da ist Crickets Head drin. Und dann sage ich euch, Kinder, ich habe gesagt, die Schlüssel, die sind wichtig. Ne, blaue Steine, gut. Vielleicht können wir die gleich nicht sprengen. Aber wir haben drei blaue Herzchen. Das reicht eigentlich. Und mit Maggie gehen wir hundertprozentig auf Teufelsdeals. Teufelsdeals. Ich hoffe, wir kriegen nicht Krampus oder die Kisten, weil wir brauchen Damage. So, Maggie ist erstmal relativ schwach am Anfang. Zwei Striche. Und das mit einem All Stats Up, ne? Das müsst ihr euch halt immer dazu denken. Das ist alles mit einem All Stats Up. Boah, zwei riesige Räume. Ob wir da wohl rein müssen? Ja, entweder ist der Boss da oder der Goldraum. Eins von beiden auf jeden Fall. Aber vielleicht finden wir erst den Boss. Wobei, hier könnte so Horn sein. Ah. Alles immer so schwierige Entscheidungen, ne? Immer so schwierige Entscheidungen. Und dann Pillen und ich wusste es. Ich wusste es. Ja, Dankeschön. Oh, Freeze-Effekt. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Item. Und der Boss. Wir müssen nicht in die großen Räume. Könnten wir natürlich, ne? Könnten wir natürlich, aber gehen wir nicht. Bam! Boah, Mann, Alter, die sind echt nervig. What the fuck? Bam! Richtig weggerotzt. Und es ist Widow. Und wir haben HP down. Das ist gar nicht so schlimm mit Maggie. Wir sind Maggie, wir haben genug HP. Halleluja! Wow. Da war ich schon unter deinem Bein, aber das hat dich wohl nicht gestört.
Das hat Widow wohl nicht gestört. Boah, hör mal auf zu schießen da unten. Das könnte ins Auge gehen. Wir kämpfen einfach hier oben. Wir kämpfen einfach hier oben. Dann kann uns doch nichts passieren. Könntest du ein Stückchen... Kannst du aufhören? Kannst du aufhören? Und bam! Und tot. Ups. Teufelsdeal, ich warte auf dich. Alle Jahre wieder möchte ich mit dir spielen. Wow. Wow. Nice, Alter. Ich hätte Bock auf Guppy. Ich hätte Bock auf Guppy. Ja, deswegen nehmen wir das mit. Ich hätte den anderen auch mitnehmen sollen. Das war richtig dumm. Aber ich habe auch keinen Bock, weißt du? Ich bin ein dekadentes Arschloch. Ich habe einfach keinen Bock auf ihn. Ich habe keinen Bock auf dich, Junge. Leb damit oder verpiss dich. Aber geh mir nicht auf den Senkel, ja? Ich bin dekadent. Ich kann das. Hätte ich ihn besser mitgenommen. Hätte ich ihn besser mitgenommen. Hätte ich ihn doch nur mitgenommen. Bam. Ja, geh in die Luft. Nein. Ich hab's verkackt. Das war perfekt. Wow, ja, perfekt, perfekt, perfekt. Ich bin so gut. Ich bin der beste Spieler dieser Welt. Keine anderen sind so gut wie ich. Ich bin der beste Spieler. Ich bin der beste Spieler. Ich bin der beste Spieler dieser Welt. Hey, hey. So. Wow, dieser Sprung. Ich habe damit einfach nicht gerechnet. Ich konnte damit auch nicht rechnen. Es war einfach nicht möglich. So, ich hätte gerne ein neues Spacebar-Item. Irgendwas Gutes, so. Mir fällt jetzt nichts ein, aber irgendwas Gutes halt. Ich weiß es nicht. Mir fällt wirklich gerade nichts ein, was ich haben wollen würde. Irgendwas Gutes. Mann, Spiel, dir wird da schon was einfallen. Meine Güte. Den Würfel. Ja, gib mir doch mal den Würfel mit Maggie. Das wäre nice. Wo kam denn die Fliege her? Oh ja, natürlich. Zu viel Damage. Ich habe keinen Schlüssel. Wow, es war ein bisschen nice. Oh Mann, ich habe... Ja, okay. Zum Glück, ey. Zum Glück hat... Oh nein, zu viel Damage. Scheiße, Mann. Ey, ich bin zu dekadentes Arschloch. Den Goldraum hatte ich noch nicht, ne? Den sollten wir... Nee, ich gehe erst den Boss töten. Wer soll jetzt kommen, der schlimm ist? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist es im Goldraum... Oh mein Gott, was mache ich denn hier? Ja, ich habe 9 Leben, ne? Von daher ist es jetzt erstmal nicht so schlimm, aber... Oh Mann. Das gefällt mir gar nicht. Aber da ist ein blauer Stein. Das gefällt mir wieder. Weißt du, da glaube ich wieder ans Leben. Alter, ohne Spaß. Eine goldene Kiste. Ernsthaft? War jetzt nicht so gut, wie ich mir das erhofft habe. Ach ja, wir kriegen jetzt schwarze Herzen wegen dem... Wegen diesem Item, was wir haben. Dieser Affenkralle oder was es auch immer ist, ne? Das ist natürlich ein bisschen nice. Das heben wir aber erst gleich auf, weil vielleicht sterben wir gleich ein paar Mal. Je nachdem, was wir für einen Teufelsstil bekommen. Könnte das passieren, dass wir sterben? Und dann möchte ich gerne... Wow. Wow, 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 wow. Und wir können unendlich oft hier rein, weil wir diesen Goathead haben. Krass. Leute, einfach nur krass. Ich habe keine Worte für das, was hier gerade passiert. Wow. Wow, wow, wow. Was haben wir als erstes eingesammelt? Ach ja, wir können fliegen. Genau. Nice. Alter, Leute, wisst ihr, was hier gerade passiert ist? Wir haben den Pack, der ist so stark. Alter, das ist nicht nur ein Damage-Up, das ist auch ein Tiers-Up. Boah, richtig gut. Richtig gut, was jetzt hier abgeht. Jetzt müssten wir nur noch das Messer einsetzen können. Wir haben auch den Cube of Meat, ne? Das ist natürlich... Im Grunde sind wir jetzt ein Nahkämpfer. Boah, der hätte uns getroffen, wenn wir ihn nicht versteinert hätten. Wie krass war das denn? Ah, wir sind Nahkämpfer. Zack! Hat das Messer gerade die Tränen aufgehalten? Das ist, glaube ich, Scorpio.
Das ist Virgo. Ich vertausche das immer. Jedes Mal. Virgo und Scorpio. Vertausche ich. Ich weiß nicht warum. Irgendwie sieht das immer für mich aus wie ein Scorpio. Ich glaube, die sehen auch gleich aus. Nur bei Scorpio ist der Schwanz nach oben oder so. Oder der Schwanz hat eine Spitze. Ich weiß es nicht. Das ist ganz komisch. Ach ja, ist ganz komisch. Boah, Leute, wir sind richtig. Ist wieder ein richtig guter Lauf. Es macht so Spaß. Ich weiß auch nicht genau warum. Irgendwie fühle ich mich gerade rehabilitiert. Vielleicht habe ich einfach meine schwierige Phase. Ich war echt schlecht in Isaac, teilweise. Ich musste mir im Stream anhören, dass jemand gesagt hat, das ist schon sehr seltsam, wenn man eigentlich Holly oder Zombie guckt und dann das hier zuschaut. Einfach weil er mich so schlecht fand. Das hat mich verletzt. So schlecht bin ich nicht. Holly ist richtig gut. Das ist auch... Holly ist so ein... Er ist schon fast ein kleines Arschloch. Als er angefangen hat mit Isaac, war der so scheiße. Da habe ich mir gedacht, Junge, komm mal an meine Hand, ich helfe dir. Und jetzt spielt er wie ein junger Gott. Das ist, bin ich nicht fair. Holly, wenn du das siehst. Er sieht es eh nicht. Mich nimmt niemand wahr. Niemand nimmt mich und meine Genialität wahr. Das ist so traurig. Es ist so traurig, Leute. Was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt in den Nahkampf. Wow, das war... gar nicht mal so gut. Dogfood nehmen wir mit. Dinner HP. HP AI. Alter. Besser hätte es nicht. Das war das perfekte Item, weil wir jetzt... Wir haben... Guck mal. Ach, ich kann euch das nicht erklären. Wären da jetzt mehrere Items drin gewesen, ne? Dann hätte das... Wäre das doof gewesen. Dann hätte ich das HP ab eigentlich nicht aufsammeln sollen. Weil... Wären da mehrere Items drin gewesen... Scheiße. Dann hätte ich diese Items mit dem blauen Herzchen aufnehmen können. Und hätte dann einfach sterben können. Und hätte dann hinter das HP ab noch aufnehmen können. Und so war es jetzt so. Ach, das ist... Vielleicht stimmt meine These nicht komplett. Deswegen will ich die nicht weiter auswählen. Ja, nee, so war es halt jetzt einfach das Problem. Was heißt ein Problem, aber... Wenn da jetzt mehrere Sachen drin gewesen wäre, doch, das stimmt. Wenn da mehrere Sachen drin gewesen wäre, ich hätte mindestens zwei Sachen für blaue Herzen nehmen können. So hätte ich nur eine Sache nehmen können. Wäre da jetzt noch was anderes für Herzen drin gewesen, hätte ich das nicht einsammeln können, weil dann hätten die ja dafür auch rote Herzen verlangt. Und ich hätte dann ja nur noch blaue gehabt. Das heißt, ich hätte mich erst töten müssen und alle meine blauen Herzen weggeben müssen. Das wäre halt alles ein bisschen doof gewesen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. So war es am besten. Akzeptiert es. Es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich brauche noch den Schlüssel. Das ist das Problem. Für den... Nein! Ich habe das gerade nicht getan, oder? Wenn ihr euch eventuell fragt, warum ich How to Jump mitgenommen habe, einfach nur so. Einfach nur so. Fragt nicht nach. Ich habe es einfach mitgenommen, weil ich dachte... Das andere brauche ich genauso wenig. Das dachte ich. Ah. Jetzt werd nicht wieder so ein dekadentes Arschloch, bitte. Bam. Richtig nice. Boah, der Nahkämpfer ist ein bisschen cool. Ne? Wenn du so ein bisschen nahkämpfermäßig drauf bist. Das macht schon Spaß. Man muss halt aufpassen. Ne? Man muss halt aufpassen. Auf jeden Fall. Man muss aufpassen, dass man nicht zu nah rankommt. Man zu viel Damage bekommt, weil man halt einfach nah dran will. Das ist... Ja, die ist eine wichtige Sache an der ganzen Spielweise. Aber es ist schon cool, so mit dem... Oh, das Schutzbuch wäre jetzt geil, ne? Das wäre cool. Dann hätten wir richtig krass, oder? Die weiße Karte, Blank Card und... Eine Rune. Hier, Schutz. Was auch immer. Wie heißen die? Ich weiß es nicht. Die hatten... Na, da gibt es so eine Schutzrune... Resistance, genau. Ich bin so ein schlauer Mensch. Aber wir hätten schon zum Boss gehen können, ne? Aber ich will den Goldraum natürlich noch finden. Und mir fehlt jetzt ein Schlüssel. Mir fehlen viele Schlüssel. Nein. Oh, cool. Ich hätte noch gerne zwei Schlüssel. Das wäre mir ein inneres Verlangen. Wow. Dass ich da kein Damage bekommen habe, war auch mehr... Glück als Verstand. Komm schon. Und du noch.
Bam, mit dem Messer. Richtig nice. Dann sprengen wir da einmal und da einmal. Oh, immer kriege ich Gegner, das macht mich ein bisschen traurig. Münzen. Ja, das ist ganz nice, aber wir kommen halt nicht in den Shop. Greed, was macht der denn hier? Wieso kann er schießen, wenn er... Oh Mann, wieso kann er schießen, wenn er in diesem Scheiß 4 ist? Ich dachte, das geht nicht. Hätten wir uns... Wir hätten. Ja, wir hätten. Wir gehen jetzt in den Shop. So, fertig aus, Mickey Maus. Boah, wie viele Münzen haben wir denn? Nimmer, Kollege, nimmer. Gib mir bitte die Karte oder den Kompass. Oder die Kerze oder irgendwas Cooles. Kein HP ab. Nee, kein HP ab. Ich will kein HP ab. Komm schon, Kumpel, bitte. Sei kein Frosch, keine Maus. Ja, das ist okay, aber wie viele Münzen willst du noch? Ich will auch noch in den Shop. Nehme mit, ist egal, nehme mit. So. Vielleicht kriegen wir Hure von Babylon gleich. Dann nehmen wir die und dann sind wir zufrieden. Oder die Sensen. Die Sensen wären mir am liebsten. Die Hure von Babylon wäre auch nice. Aber die Sensen wären noch ein bisschen besser. So, die Batterie. Ja. Die bringt mir jetzt nicht so viel. Ich nehme mal die Leiter mit, weil ich nicht weiß, ob ich die schon mal hatte. Einfach nur, um sie freizuschalten. Falls ich sie noch nicht hatte. Ich weiß es nicht genau. Wow, wir haben die Stärkekarte eingesetzt, was eine sehr gute Sache war. Wäre cool, wenn wir ihn versteinern könnten. Wir haben doch diese Versteinerungssachen, oder? Warum ist er da gelandet? Ja, er ist gerade versteinert. Nice. Magic 8 Ball. Ja. War klar, es war klar. Ein Guppy-Item? Nein, leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Nehmen wir The Empress mit. Und gehen weiter. Ed läuft wie am Schnürchen. Das ist wunderschön. Ich bin selbst von mir überrascht, dass ich gerade so gut spiele. Jetzt schreiben wieder welche in die Kommentare, du spielst gar nicht gut, du spielst voll schlecht. Und dann sage ich halt deinen Mund. Sonst bann ich dich. Freie Meinungsäußerung ist hier verboten. Wow. Wow, scheiße. Blauer Stein? Nein. Ein klares Nein zum blauen Stein. Komm schon, einfach sterben. Der explodiert, glaube ich. Ja, er explodiert. Jups. Er tut es. Explosion approved. So, so, wunderbar. Und bam. Boah, nice, Alter. Das macht richtig viel Spaß mit dem Sacrifice Dagger. Das macht richtig viel Spaß. Ja, geh schon kaputt. Komm schon. Ja, Entschuldigung. Na, will ich nicht. Wieso hat er so viel überlebt, Alter? Ich habe ihn noch richtig mit dem Sacrifice Dagger einmal durchgeschnitten. Was war denn da los? Big Fan! Guck mal, da ist der Wollo. Ach ja. So. Uhahaha. Ich darf übrigens solche Witze machen, ihr nicht. Schämt euch. Boah, noch eine. Bam. Ich bin so stark. Es hat eh keiner eine Chance gegen mich. Ole, ole, ola. Ole, ole, ola. Mist. Eine Batterie. Ich habe halt kein Spacebar-Item, ist das Problem, ne? Ich hätte gerne das Book of Revelations. Das wäre nice. Das wäre richtig nice. Einfach sterben. Ups. Bombsaki. Ja, nehmen wir. Nehmen wir. Bomben brauchen wir nicht so viele. Schlüssel umso mehr.
Die Nonnenhaube brauchen wir auch nicht. Kann ich noch mal ein paar Bomben haben? Oh Mann, ich krieg aus diesem Feuer einfach... Ich krieg da nichts mehr raus. Oh, du Scheißding. Wie sieht es eigentlich noch? 2 Minuten. Und ich denke, der Boss kommt jetzt hier gleich. Das heißt, wir könnten den Boss-Rush-Mode schaffen. Allerdings, oh, ich weiß nicht so genau. Weiß nicht, ob sich das wirklich dann am Ende auch lohnen wird. Wir gucken mal. Wir können ja gucken, was es für ein Item gibt. Ups. Ja. Machen wir mal einfach ganz schnell hier tot. Ja, wir hätten jetzt auch richtig gegen Mama kämpfen können. Okay. Wir wurden bestraft. Tut mir leid, Mama. So, gucken wir erstmal in den Teufelsraum. Ah, Krampus. Mist. Aber immerhin haben wir jetzt ein gutes Item. Immerhin, immerhin. Ist hier ein blauer Stein? Nein. Nee, dafür lohnt es sich wirklich nicht. Leider. Leider lohnt es sich dafür nicht. Ich hoffe, wir kriegen gleich keinen Engelsraum, weil wir hatten jetzt die Kisten und Krampus hintereinander. Das sind alles keine Teufel-Deals. Ich hoffe, wir kriegen jetzt hier auf der letzten Ebene trotzdem nochmal einen Teufelsdeal. Und wir müssen ein bisschen vorsichtiger jetzt spielen. Ein bisschen vorsichtiger schon. Und ich muss mal ein bisschen darauf achten, ob ich blaue Herzchen finde. Und meine Nase tut gerade ein bisschen jucken. Ja, die tut das. Das habt ihr genau richtig verstanden. Die tut jucken, weil sie es kann. Habe ich mich wirklich davon treffen lassen? Ja, hast du. Das wollte ich nicht so genau wissen. Mann, ey. Oh, immer diese grauen Kisten. Das ist voll unfair. Ich will meine Nase nicht hochziehen. Es tut mir leid, aber... Sie macht sich gerade wieder bemerkbar. Ist in letzter Zeit wieder voll schlimm, Alter. Sind Pollen, Alter? Kriege ich eine Allergie? Ja, sind doch noch keine Pollen unterwegs, oder? Ich bin kein Allergiker. Ich hab noch nie eine Allergie in meinem Leben gehabt. Noch nie. Ich bin da voll stolz drauf. Ich bin was Besonderes. Nicht so scheiße wie ihr. Das Problem ist, ich kann die Kreuze... Da ist ein Kreuz. Ich kann ihn nicht so gut erkennen. Das sieht irgendwie auf meinem Bildschirm nicht so gut aus. Boah, fuck, Alter. Way. Ja. Bringt mir leider nichts. Hätte ja auch ein Item drin sein können. Von daher... Hat der mir jetzt echt Damage gemacht? Oh, komm schon. Einfach sterben. Danke. Dankeschön. Sau nice von dir. Einfach sterben. Der ist nicht explodiert, weil er gefroren war, oder war das kein explosiver Typ? Weiß es nicht. Warum hat er gesch... Mann, nicht so viel Damage kriegen. Ich kann es wirklich nicht gut erkennen. Ich dachte für einen kurzen Moment, da wäre ein Kreuz drauf. Da war aber gar keins drauf. Okay, wir haben noch 7 Leben. Das ist jetzt also nicht ganz so schlimm alles, aber trotz allem läuft es gerade nicht optimal, sag ich mal. Wie viel? Alter, wir machen doch Damage, oder? Boah, Mann, wie viel? Wir haben so viele gute Damage-Ups aufgehoben und wir haben trotzdem so niedrigen Damage. Das ist halt Magdalene. Die ist halt richtig nervig. So, bei der mal Damage hast, ne, ist Weihnachten. Natürlich hat er... Okay. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Ich habe mich jetzt so oft gelobt, dass ich so gut spiele. Wow, way, way. Jetzt muss ich mich mal wieder ein bisschen konzentrieren. Damit das hier auch wirklich... Ja, scheiße. Okay, immerhin droppt da ein schwarzes Herzchen. Das ist nett. Ach so, wegen meinem Schmuckstück da. Wir lassen es erstmal liegen und sammeln das später auf, weil wenn wir jetzt nochmal sterben, droppt wieder eins und so weiter und so fort. Da ist der Boss. Kreuze sind hier keine, wenn ich das richtig sehe. Und den Boss sollten wir mit Krampus Head relativ gut wegnuken können.
Ja, machen wir mal, ne? Machen wir mal. Grüß dich! Das war auf jeden Fall eine gute Sache. Hat sich gelohnt. Na, P ab. Wir können ja so oft rein und raus, wie wir wollen. Gucken wir erstmal. Missing Page. Dachte ich mir, dass das nicht so was Gutes sein wird. Nehmen wir einfach mal mit. Sterben ist okay. Oh. Ist das jetzt gut oder schlecht? Machen wir es so. Scheiß drauf. Hätte der Hund nicht geschissen, hätte er die Gans bekommen. Sag ich immer gerne, ne? Sag ich immer gerne. Kein Kreuz. Okay, dann gehen wir weiter. Auf zu Muttern. Einfach mal richtig wegbuddern. Die Muttern. Yeah. Natürlich, direkt einmal richtig verlaufen. Wow, 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 wow. Oh, Mann. Das sind nervige Gegner. Die sind halt mega schwach, ne? Aber weil die einfach so lange leben und wenn die sich dann halt aufsplitten, dann schießen die wieder und. Ja, die ist schon immer ein bisschen nervig. Ach ja, komm, jetzt stirb einfach. Safety Cap. Ich weiß halt nicht, ob wir gute Pillen haben. Von daher ist es relativ. Von daher ist es relativ. Wow, wow, wow. Das war knapp. Von daher ist es relativ knapp. Nein. Oh. Wenn ich mich jetzt selbst abgeschossen hätte, dann wäre ich ausgerastet, wäre ich da. Okay, kommt her. Ein pinkes Gehirn. Ja, würde mir jetzt was einfallen, ne? Aber dann ist es wieder, das ist wieder ein böser Witz, den darf man nicht sagen. Ihr wisst doch alle, was ich sagen will. Ihr wisst es doch. Aber ich darf es nicht sagen. Oh Mann. Es tut mir so weh im Herzen, dass ich nicht sagen darf. Okay, da war auf jeden Fall schon mal kein blauer Stein. Da ist auch nirgendwo einer. Außer ich habe ihn übersehen, aber keine Ahnung. Keine Peilung, Kollegen. Ich gucke gar nicht auf die Gegner. Ich töte die einfach so. Und versuche dabei, einen blauen Stein zu erhaschen. Den Blick auf einen blauen Stein. Ich habe den Boss gefunden. Warum immer diese Räume? Ich hasse die. Ich hasse diese Räume. Warum? Alter, ich habe keine Ahnung, warum ich nicht getroffen wurde. Ich weiß nur, dass ich nicht getroffen wurde. Und dann trifft mich das. Das ist so ärgerlich, ey. Das ist so ärgerlich, ne? Das ist der Wahnsinn. Isaac! Komm schon! Frier sie nochmal ein! Die ist eingefroren! Ran da! Wow, nice, Alter! Ohne Damage zu bekommen! Das war ein guter Kampf! Da bin ich zufrieden mit! Yes! Und jetzt hoffentlich finden wir nochmal irgendwas. Auf jeden Fall brauche ich noch ein, zwei blaue Herzen. Sonst wird der Kampf einfach unfassbar schwierig. Da ist ein blauer Stein. Ja, nice. Richtig schlecht, ey. Boah, der Kampf gegen... Weißt du, vom Blue Baby habe ich gar nicht so eine große Angst. Aber vor Isaac. Isaac ist der schwierigere. Okay. Hat das jetzt so lange gehalten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war Virgo. Feel Protected oder wie die Kacke heißt. Oh, jetzt habe ich nur einen getroffen. Wenn ich den hier hinlege, müsste ich doch eigentlich... Ja, jetzt kriege ich auf jeden Fall zwei. Und ich kriege kein blaues Herz. All meine Träume dahin. Ich habe halt auch keine Bomben mehr. Das heißt, ich muss auch diesen Raum schaffen. Wow, das war knapp. Und jetzt töten wir ihn. Komm schon. Ja, er ist auf jeden Fall schon mal eingefroren. Wir haben die Sense gefiert. Und dann ist die umgedreht und ist abgehauen. Das war ein bisschen lustig.
Scheiße. Aber wir haben ein schwarzes Herzchen gespawnt. War aber auch das letzte, leider. Oh Mann, ich muss diesen Raum schaffen. Ich muss ihn schaffen. Was jetzt nicht unbedingt das allergrößte Problem sein sollte, aber... Oh, die Sense! Die war so scheiße! Mann, Guppies Paw, was würde ich für Guppies Paw jetzt geben? Ich will das schwarze Herzchen halt jetzt noch nicht einsammeln, wisst ihr? Weil das ist halt... Für einen Isaac-Kampf wäre das halt ganz geil. Wow, 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 wow. Oh Mann, hör mal auf, Kollege. Seit wann spawnt der so viel? Das ist doch nicht normal. Jetzt hat er seinen scheiß Ross verlassen. Das heißt, jetzt kommen keine Sensen mehr, ne? Jetzt spawnt er halt die Kacke. Aber die ignorieren wir einfach mal. Nicht einsammeln, das schwarze Herzchen. Ich bin in ihn reingelaufen, wirklich. Ich habe keine Bomben, ich kann mich nicht durchsprengen. Oh Mann, wir machen echt nicht so viel Damage, wie ich eigentlich gedacht habe. Oh, ich hab so verkackt, weil ich einfach so... Ich habe zwischenzeitlich echt gut gespielt und dann hatte ich wieder so Phasen, wo ich einfach miserabel gespielt habe. Miserabel, ja. Da muss man auch mal so sagen. Kommen die zurück? Ja. Alter. Ey, was ist denn mit den Sensen los? Jetzt muss ich halt auf das Pferd aufpassen. Oh, und auf die ganzen Viecher hier und überhaupt und sowieso. Jetzt kommt das Pferd hier gleich wieder irgendwo bei mir. Ja, da ist es schon. Okay, Konzentration, Jungs. Konzentration. Das können wir schaffen. Komm schon. Yes. Ja, okay. Nice. Okay. Eine Bombe. Okay. Wir lassen erstmal. Boah, ich möchte diese Viecher töten, aber es geht nicht. Okay. Okay, okay. Na, oh mein Gott. Es war zu knapp. Es war zu knapp, um darüber zu reden. Es war zu knapp. Wir machen echt nicht so viel Damage. Scheiße. Das wird richtig schwierig bei Isaac. Wir müssen richtig gut ausweichen. Dann kann ich mal eine goldene Kiste oder so kommen. Ist da vielleicht irgendwas Geiles drin? Wir sind echt gestorben. Wirklich. Ist es so? Ist es so? Ah, ich wollte was probieren. Scheiße. Ich wollte was probieren. Nahkämpfer-Style. Yeah, yeah, Nahkämpfer-Style. Einmal werden wir noch wiederbelebt. Deswegen, ne? Dass wir jetzt sterben, ist alles natürlich nicht ganz so schlimm. Wir sind nicht kaputt, oder? Wir haben 9 Leben gehabt. Wir haben jetzt das. Aber wir haben keinen Kopf. Wir haben keinen Hairball. Wir haben keinen Paw. Wir haben auch keinen Schwanz. Es gibt echt viele Guppy-Items. Alter. Aber wir haben das zweite. Vielleicht finden wir das dritte ja noch. Würde ich jetzt auf jeden Fall sehr gerne nehmen. Denn wir könnten ein bisschen mehr Damage sehr, sehr gut gebrauchen. Jetzt müssen wir einfach aufpassen und hoffen, dass wir ihn vielleicht nochmal... Okay, kommt noch einer? Ja, es kommt noch einer. Versteiner? Ah, wobei, da habe ich Angst dran zu gehen. Ich habe wegen der Hitbox, ich weiß nicht. Ah, wobei... Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war richtig knapp. Ach du Scheiße, die schwarzen Dinger habe ich nicht gesehen. Das war knapp. Okay, okay, okay. Jetzt ist halt die große Frage, wollen wir die Empress, wollen wir den gleich einsetzen beim ersten Versuch oder beim, wollen wir es erstmal ohne probieren? Ja, wir sammeln gleich das schwarze Herz ein, vielleicht finden wir noch irgendwo eins und dann alles auf eine Karte, oder? Ich meine, wir haben halt auch nur einmal den, wir haben keine Batterie, das heißt, wir haben auch nur in einem Versuch. Wir müssen alles in einen Versuch stecken und dann versuchen, das Isaac-Ding zu töten. Alles andere wäre, denke ich mal, nicht so gut. Alles andere wäre nicht so gut. Aber es ist ein spannender Lauf, ne? Das kann man positiv irgendwie so festhalten. Ich habe ein bisschen Angst, zu nah ranzugehen.
Ja, genau, genau. Ja, er ist versteinert. Yes, yes. Und wir haben einen blauen Stein. Wir legen die Bombe mal so ein bisschen aggressiv. Okay. Hm. Aggressiv. Ja, ich wollte einfach gucken, ob wir eventuell den Geheimraum, falls er denn dort gewesen wäre, aufsprengen können, aber... Ja, den kann ich jetzt leider nicht in den Nahkampf gehen, weil die Bombe dort ist. Alter, komm. Einfach mal sterben. Okay, 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 wunderbar. Hier kriegen wir wahrscheinlich, also wenn wir ein Item kriegen, kriegen wir halt ein Bomben-Item, was jetzt vielleicht ganz nice wäre, um nochmal einen Geheimraum gleich zu suchen irgendwie. Also den bei Isaac für ein schwarzes Herzchen oder so, aber falls wir, ja nee, wir kriegen wahrscheinlich Mr., also wenn, dann kriegen wir wahrscheinlich Mr. Mega oder so. Ich weiß es nicht, gucken wir mal. Da ist er mir entgegengelaufen, das war ein bisschen gefährlich. Komm schon, komm schon. Bam! Wir kriegen immerhin zwei Bomben. Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, Isaac, wo bist du? Wow, was ist das? Ein Würfelraum? Scheiße. Oh fuck, der Raum wird schwierig. Bin ich behind? Nee. Der Raum ist nicht schwierig. Habe ich das gerade wirklich getan? Seriously? Ich habe gerade mein... Nee. Oh mein Gott, das war auch schon wieder viel zu knapp, ey. Das war auch schon wieder viel zu knapp. Ich habe gerade meinen Brimstone, mein hier Typen, Krampus, Set verbraucht. Und wir könnten echt neu würfeln. Ich bin echt nicht so stark, aber ich könnte auch richtig schwach werden. Nee, wir würfeln nicht neu. Wir würfeln nicht neu. Wir haben ein HP ab. Wir können ein halbes Herz. Nein, wir würfeln nicht neu. Nein. Unsere Voraussetzungen haben sich gerade verfünffacht. Und wir kriegen eventuell jetzt noch ein blaues Herzchen oder so. Das müsste eine Bibliothek sein. Ich wüsste nicht, was es sonst sein soll. Oh, und dann... Ernsthaft. Nein! Wir haben bestimmt irgendwo rote Herzen rumliegen. Oh, jetzt wollte ich reinlaufen und habe dann erst gesehen, dass es gar nicht so lange hält. Da haben wir ein rotes Herzchen rumliegen. Ich hoffe, es ist ein komplettes, also ein ganzes rotes Herz. Und dann müssen wir eine Batterie einsammeln und dann... Oh, scheiße. Ja, nice. Okay. Okay. Unsere Voraussetzungen haben sich auf jeden Fall gerade drastisch erhöht. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Ich habe keine Ahnung, wo der Geheimraum sein sollte. Deswegen werde ich da auch jetzt nicht groß nachsuchen. Hier könnte der, also dieser, der nur an einen Raum angrenzt. Weil hier beim Boss ist halt keine unmittelbare Möglichkeit so. Deswegen, ja. Schade, dass wir nicht eine Batterie mitnehmen können irgendwie. Da und da, nee. Haben wir alles, haben wir alles. Ja, okay. Top, die Wette gilt. Top, die Wette gilt. Nein. Und... Nice. Nice, nice, nice. Ich habe vergessen, The Devil einzusetzen. Weil wir haben die Empress-Karte ja auch noch. Wir haben auch noch die Empress-Karte. Und Nahkampf. Nahkampf, Isaac. Ja, Magdalene. Magdalene, Alter. Du bist ein richtiger Samurai. So ein Ninja, ey. Nahkampf-Ninja. Mit dem Sacrifice-Dagger. Sau gut. Und bam. Down. Yes. Sauber, Leute. Das war ein guter Kampf. Wir haben leider einen Gegentreffer einstecken müssen. Aber ich sag mal so, lieber ein Gegentreffer als 500.
Das ist eine alte Weisheit. Ich glaube. Nee, ich will nicht glauben. Ich weiß nicht, wenn man hier Wheel of Fortune mitnimmt, also einen Automaten, dann kriegt man in der Chest immer ein Item, wenn man den sprengt. Ob es jetzt bei einer Temperance-Karte auch so ist, weiß ich nicht genau. Eigentlich schon, aber vielleicht kommt dann die Portable Bloodbag raus. Das ist dann auch scheiße. Nur Kacke. Nur Kacke. Mr. Boone. Zwei Babys, die mir... Die werden meinen DPS jetzt nicht so krass erhöhen, dass es sich wirklich lohnt, oder? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Einfach sterben. Einfach... Wow. Wo kommst du denn her, Kollege? Ja, Mist! Ohne Spaß, wie soll ich denn da reagieren? Ah, wir kriegen ein Item, wow. Aber es ist natürlich ein scheiß Item. Aber ich habe halt das Guppy-Schwänzchen nicht. Vielleicht kriegen wir nochmal ein Guppy-Item. Guppys Kopf könnten wir durchaus kriegen. Das wäre durchaus im Bereich des Möglichen. Das wäre sehr nice. Hast du gerade Lust getötet? Dann danke ich dir auf jeden Fall, Bruder. Bruder im Geiste. Oder wo auch immer. Ich weiß nicht genau. Mama hat mir das nicht genau erklärt, wer du jetzt bist. Joker. Ah. Ups. Scheiße. Scheiße, das war nicht dumm. Das war nicht schlau. Ich hätte das... jetzt habe ich kein halbes Herz mehr. Scheiße. Kann hier vielleicht noch ein halbes Herzchen droppen, damit ich mir Schaden machen kann und dann... danke. Okay, der Raum war sehr schwierig. Der bringt uns natürlich jetzt noch sehr, sehr viel. Danke dafür. So, oh. Die kriegen wir tot, oder? Komm schon, komm schon. Die haben doch echt nicht so viel AP. Es ist ein spannender Kampf, ein spannender Lauf, ne? Es hat zwischenzeitlich echt ausgesehen, als ob wir richtig stark werden. Aber man muss tatsächlich auch leider zugeben, die Items waren nice, aber richtig stark. Also so richtig stark, dass uns einfach nichts passieren kann, sind wir nicht geworden. Ah, sind wir nicht geworden. Ah, meine Nase, die macht mich noch ganz verrückt hier. Warte, warte, Spielstopp! Ich hatte gerade... die Bombe, Alter. Boah, wirklich Spielstopp, Leute. Spielstopp. Spielstopp. Oh. Boah, was ist mit meiner Nase los? Die kitzelt einfach. Als ob da ein kleiner Mann drin sitzt, der mich die ganze Zeit kitzelt. So. Aha. Konzentrier dich. Ich bin ein böses Ich. Die Sonne. Sauber. Okay, da ist der Boss. Sehr gut, dann gehen wir da mal hin, ne? Okay, das ist doch ein Raum, mit dem kann man doch arbeiten. Ja, das ist ein Raum, mit dem kann man doch arbeiten. Zack, zack, down, alles down. Alles down, 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 down. Jo, alles down. Und Nahkampf, Magdalene. Scheiße. Er ist doch nicht tot. Alter. Mach mal hier mich nicht unglücklich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht heute, nicht morgen, nicht jetzt. Nicht sterben, nicht sterben. Nicht sterben, nicht sterben. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, 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 oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, 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 oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, 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 Gott. Ich brauche ein rotes halbes Herzchen. Das muss drinne sein. Komm schon. Pillen. Tears up, nice. I can see forever, brauche ich nicht mehr. Balls of yes, fucking steel. Na, P up, yes. Hämatitis. Gibt mir leider nur ganze Herzen. Scheiße. Wow. Ja gut, dann gehen wir jetzt... dann gehen wir jetzt da rein. Dann gehen wir jetzt da rein, Leute.
Kann ich ihn auch versteinern? Ich glaube nicht. Boah, wir weichen richtig gut aus. Richtig gutes Movement. Habe ich Damage bekommen, ist egal. Nochmal Damage bekommen. Oh, 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 oh. Jetzt wurden wir bestraft. Jetzt wurden wir bestraft. Scheiße, das war zu viel. Das war zu viel Damage. Oh mein Gott, Konzentration an den Tag legen. Konzentration an den Tag legen. Nein, 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 es darf nicht vorbei sein. Es darf nicht vorbei sein. Vorbei ist es erst, wenn die Uhr 12 schlägt, Freunde. Vorbei ist es erst, wenn die... What? Das war knapp. Vorbei ist es erst, wenn die Uhr 12 schlägt. Nicht in mich rein teleportieren. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Gott, Gott. Das war knapp. Komm schon, komm schon. Ich feier das, alter Vater. So. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott, ich feier das, Alter. Das war knapp. Oh mein Gott, das war knapp, Leute. Das war knapp. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt mitgefiebert. Es ist... Ich meine, das ist neun Leben-Item. Das kann man halt auch benutzen. Und wir haben es ausgereizt. Das kann man so sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir eine Bewertung da. Es würde mich sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis ganz, ganz bald. Auf Wiedersehen. Euer Kornel. Yes! Alter, wir sind schon bei einem Winstreak von 3. Ich bin richtig gut, ey. Wow. Wo mache ich das aus? Aufnahme stoppen. Tschüss.